Hier ist wieder der Testmischel von YouTube und heute gibt es mal wieder neue Produkte für Kinder. Aber jetzt zeige ich mal gerade auf Amazon, um welche Sachen es sich genau handelt. Die Sachen könnt ihr wie immer auf Amazon bestellen. Fangen wir an mit der Niki Plüschtierschlange. Die gibt es in verschiedenen Größen. Einmal in 40, in 85 oder wie nachher von mir gezeigt in 100 cm. In dieser Größe kostet sie jetzt 14,67 Euro und ist versandkostenfrei. Dann haben wir noch das Niki Glühwürmchen in einer Größe von 15 cm mit einem Leuchteffekt zu 8,98 Euro mit versandkostenfreier Lieferung. Hier das Niki Monster Hä? In einer Größe von 25 cm zu 15,50 Euro plus 3 Euro Versandkosten. Schlüsselanhänger sind ja auch immer eine tolle Idee. Hier haben wir einen von Niki, ein rosa Monsterchen zu 6,99 Euro. Versandkosten sind auch wieder frei, ihr müsst halt nur darauf achten, dass ihr über diese 20 Euro Mindestbestellwert hinauskommt. Für alle Kaffeetrinker gibt es hier noch eine sehr schöne Tasse, auch wieder von Niki, nennt sich jetzt Monster Ui. Diese kostet 7,99 Euro. Es gibt noch jede Menge andere Motive von den Monsterfiguren oder Tassen oder Schlüsselanhängern, müsst ihr einfach mal bei Amazon durchklicken. Die Links zu den Produkten, die stehen unter dem Video im Textfeld, klickt einfach drauf, kommt ihr direkt auf Amazon hin und jetzt stelle ich euch die Sachen mal alle vor. Ja, wollen wir mal anfangen und zwar mit dem kleinen niedlichen Schlüsselanhänger hier. So sieht das Monster aus, vorne so Eckzähnchen, dann hier die Augen, dann hat er so Ohren, so wie bei mir, so dumme Ohren und ja, hier die Händchen und da haben wir die Füßchen und hier hinten gibt es noch so ein kleines Stummelschwänzchen. Da machen wir jetzt aber mal keinen Vergleich. Schönes Produkt, richtig flauschig und die Verarbeitung ist auch sehr gut. Also ist ein ja, ideales Geschenk. Hier kann man dann seine Schlüssel dran machen ja, und das kann man dann überall hinlegen. Also sehr schönes Produkt. Den gibt es auch noch mal in groß. Schaut dann so aus. Einmal klein und einmal groß, halt anders farblich. Das dann halt mehr was zum Knuddeln, mit durch die Gegend tragen, ja, oder liebhaben. Oder zum Einschlafen könnt ihr das auch nehmen. Verarbeitung auch wieder exzellent. Hier haben wir die flauschigen Ohren, die Hände, ja, und hier sind die Füße. Könnt ihr dann auch irgendwo so hinstellen. Schöner Blickfang auch. Und hier das Schwänzlein. Ja, sehr schön. Glühwürmchen, auch wieder was für Kinder, schaut dann so aus, also auch wieder sehr gut verarbeitet, wie die anderen beiden vorgestellten Produkte, sehr flauschig. Hier habt ihr die Beinchen, so sieht das dann von hinten aus, hier hat man noch so, ja, so Flügelchen, Chenchen. Und das hier soll im Dunkeln leuchten. Ich muss mal schauen, ob sich das mit Licht aufladen muss. Hier steht nämlich Glow in the Dark. Ja, und auch ein sehr schönes Produkt halt. So, sind wir bei mir im Schlafzimmer. Alles dunkel. Jetzt gucken wir, ob das ein bisschen leuchtet. Es leuchtet ein bisschen, aber man erkennt es auf der Kamera leider nicht. Also ein ganz leichter Schein ist da, aber mit der Kamera leider nicht darzustellen. Das war in der Tasse drin gewesen. Das ist nämlich diese hier. Oh, das ist eine richtig schöne Kaffeetasse. Cooles Motiv, oder? Ist mal was anderes als FC Bayern oder Schalke oder Borussia Dortmund oder sowas. So sieht er dann aus. Also eine monstermäßige Tasse. Jo, die ist richtig groß. Da passt richtig viel Kaffee, Milch oder sonstiges rein. Der Druck ist auch exzellent. Ja, kann ich nur empfehlen. Es gibt auch verschiedene Motive. Jetzt kommen wir auch zu K der Schlange. Das ist die da. Das ist die größte, nämlich ein Meter ist die. Und die ist hier so ein bisschen eingeringelt. Boah, ich muss mal, glaube ich, die Kamera ein bisschen nach hinten machen. Dann seht ihr das nämlich besser. Licht brauchen wir auch noch. So. Bleibst du hier?
Also, hier haben wir jetzt die Schlange. Ich zeige es mal von der Seite. Auch wieder sehr flauschig. Hier die Verarbeitung, exzellent, keine offenen Nähte. Zwei kleine Öhrchen hat es hier oben und dann diese kleinen schwarzen Äuglein. Hier hat sie die Zähne und hier die Zunge. Und die ist so ein bisschen gekringelt, wie ihr hier seht. Die kann man mal entkringeln. So, dann sieht die ungefähr so aus. Aber die kringelt sich dann wieder so ein bisschen zusammen. Aber trotzdem richtig schönes Produkt. Auch wieder ja, für mehr für Kinder geeignet. Ja, die kann man dann auch irgendwo so hinsetzen. Jo, jetzt sind wir eigentlich mit den Sachen durch. Das war ja mal ein richtig schnelles Video. So, seht ihr, da steht die Schlange. Die Sachen hier habe ich ja bereits schon mal vorgestellt in meinen anderen Videos. Auch putzige kleine Tierchen. Und wer Interesse daran hat, den Link dazu wieder im Text fällt unter dem Video. Klickt da drauf, kommt ihr direkt auf Amazon hin. Das war wieder der Testmittel von YouTube. Ihr könnt mich gerne abonnieren, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal.